Hallöchen, ihr Lieben. Hier in diesem Video heute möchte ich euch ein bisschen was übers Kolorieren von Stempelabdrücken erzählen, weil im Katalog es werden immer mehr Stempelsets produziert, bei denen man wirklich die Stempelabdrücke noch im Nachhinein kolorieren muss. Und ja, Stamping Up bietet da ganz viele verschiedene Varianten und habe euch auch hier mal eine kleine Auswahl aufgebaut und wollte euch da spezifisch dann jede Technik vorstellen. Vielleicht habt ihr euch noch nicht so an das Thema Stempelabdrücke kolorieren getraut, weil ihr nicht wisst, wie oder mit was. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache einfach mal ein Video dazu, zu den verschiedenen Varianten, die man dann da nutzen kann. Ich fange mal hier an. Also hier sind Aquarellstifte, sehen aus wie Holzstifte, sind mit Wasser vermalbar. Die kennt man, denke ich mal, aus der Aquarellmalerei. Gibt es natürlich auch passend zu den Stamping-Up-Farben. Dann haben wir hier als zweite Variante die Alkoholmarke, die auf Alkoholbasis, also in dem Stift ist eine Alkoholmischung mit Farbe. Und ja, damit kann man schön die verschiedenen Farbtöne vermischen. Dann habe ich die ganz normalen Stamping Right Marker, mit denen ihr auch Stempelabdrücke machen könnt. Die könnt ihr aber auch zum Kolorieren nehmen. Wie, das zeige ich euch dann später. Dann gibt es Mischstifte. Ich weiß nicht, ob ihr die im Katalog schon mal gesehen habt. Oh, ich mache es mal auf. Die sehen so aus. Die haben auch eine Spitze vorne und hinten, und damit könnt ihr auch Farbe aufnehmen und die dann vermalen. Und dann gibt es natürlich noch unsere Stempelkissen und den Aquapainter, und damit könnt ihr auch Stempelabdrücke kolorieren. Ich stelle euch jetzt die verschiedenen Techniken im einzelnen Sequenzen vor, und dann könnt ihr ja mal schauen, was für euch die richtige Wahl ist. So, beginnen werde ich mit Stempelkissen und Aquapainter. Und ihr seht, ich habe hier schon einen Stempelabdruck gemacht, und zwar diese schöne Glockenblume aus dem Produktpaket Bienenliebe. Habe ich mir schon abgestempelt in diesem Farngrün. Und dementsprechend werde ich auch kolorieren, die Blätter in Farngrün und die Blüten in Aquamarin. So, ich beginne mit den Blättern. Am besten ihr legt euch an der Seite noch irgendwie ein Taschentuch oder ein Zewa oder so irgendwas hin, oder ein Schmierpapier, wo ihr dann einfach mal den Pinsel säubern könnt. Also in dem Aquapaint, der ist ja hier ein Tank mit Wasser. Hier oben ist Wasser drin. Vielleicht sieht man es hier besser, aber der ist leer. Also hier wäre Wasser. Den könnt ihr auffüllen. Und hier vorne habt ihr dann praktisch solche Fasern, die das Wasser weiterleiten. Und bei den Stamping Up Wassertankpinseln gibt es auch verschiedene Pinselbreiten. Also ihr könnt dann von ganz fein bis ganz grob alles malen. Ich habe hier einen, das ist so mein Lieblings-Wassertankpinsel. Der ist schon uralt, und aber mit dem male ich am liebsten. Deswegen nutze ich meistens den. Okay, dann braucht ihr natürlich Farbe. Und ihr seht, wenn ihr das Stempelkissen aufmacht, habt ihr hier hinten so eine kleine Auffangschale, und wenn ihr das so ein bisschen zusammendrückt im geschlossenen Zustand,
hinterlasst ihr hier in dieser Auffangschale etwas Farbe. Und das mache ich auch und damit, das beginne ich jetzt zu vermalen. Also wenn ihr hinten drauf drückt, kommt ein bisschen Wasser hier vorne an der Spitze raus und dann könnt ihr das praktisch nutzen, um euren Stempelabdruck zu kolorieren. Okay. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so Aquarelltechnik. Und ich mache immer erst, fülle ich das ganze Blatt aus mit einem helleren Ton. Und dann gehe ich noch mal direkt in diese Farbe und nehme nur Farbe auf und gehe noch mal so in die Spitzen, um einfach so eine Tiefe in den Abdruck zu kriegen, dass es nicht einfach so platt ist, sondern schon ein bisschen Struktur hat. Oben haben wir noch ein Blatt. Ihr könnt es ruhig nass in nass machen. Ihr könnt auch noch ein bisschen hier die Spitzen nachmalen. Okay, dann mache ich meinen Pinsel sauber. Und mache dasselbe jetzt mit Aquamarin. Jetzt male ich die Blüten nach und da auch erstmal mit einer helleren Farbe einfach komplett ausgemalt und dann die Strukturen gesetzt. Und es muss gar nicht so genau sein, einfach nur ein bisschen drüber, damit ein bisschen Farbe dran ist. So. Okay, und jetzt gehe ich direkt in die Farbe ohne Wasser und hole mir mit der Pinselspitze einfach nur noch so ein bisschen reine Farbe und setze die da an die Blütenansatz. Weil da wird es ja am dunkelsten sein, da kommt am wenigsten das Licht hin. Also müssen wir da auch mit einer dunkleren Farbe arbeiten. Und nach oben immer heller werden. Hier genauso, um dann ein bisschen die Struktur der Blüte auszuarbeiten. Dann könnt ihr die Blütenränder noch ein bisschen machen. Einfach, dass es schön lebendig wird und nicht nur so glatt. So, das wäre jetzt praktisch das Kolorieren mit dem Stempelkissen und dem Aquapainter. So, zweite Variante, Kolorieren mit den Stamping Right Markern. Die Stamping Right Marker sind ja mehr oder weniger dasselbe wie die Stempelkissen. Also es ist dieselbe Farbe abgefüllt, auch auf Wasserbasis, nur halt in Stiftform. Jetzt ist es aber so, ihr könnt nicht einfach so die miteinander vermalen,
weil das Papier saugt das zu schnell ein. Also ihr könnt da nichts drüber malen oder vermischen oder sonst irgendwas. Das ist mehr oder weniger wie die Filzstifte von den Kindern. Jetzt gibt es aber einen Trick, den ihr nutzen könnt. Und zwar nehmt ihr einen Acrylstempelblock und ich nehme mal das helle Grün, malt mit der Pinselspitze vorne auf diesen Acrylblock. Und dann nutzt ihr euren Aquapainter und füllt, ich hoffe ihr seht es, nehmt die Farbe mit auf und dementsprechend könnt ihr die auf euer Papier abgeben und könnt es genauso nutzen wie die Stempelkissen. So, dann nehmen wir das dunklere Grün. Nehmen die Farbe auf und geht damit in euer Projekt. Gleiche Prinzip. Immer wieder den Pinsel zwischendrin schön sauber machen, dass ihr die Farben nicht vermischt. Und immer mit der helleren Farbe erst einmal den Stempelabdruck ausfüllen. Und dann später gehen wir an die Kontur. Und dann mache ich es genauso, beginne unten und lasse es nach oben auslaufen. Also wenn euch jetzt zum Beispiel mal ein Stempelkissen fehlt, könnt ihr das genauso auch mit den Markern machen. So. Also das wäre jetzt die Variante mit den Markern. Und das hier ist es mit dem Stempelkissen. Also im Prinzip ist es dieselbe Art und Weise. Ihr müsst nur als Träger für eure Farbe noch mal so einen Acrylblock dazu nehmen. So, das nächste Werkzeug zum Kolorieren sind die Mischstifte. Die Mischstifte sind eigentlich nichts anderes wie der Aquapainter. Sie enthalten eine durchsichtige Flüssigkeit und vorne mit der Pinselspitze könnt ihr praktisch Farbe aufnehmen aus verschiedenen Farbgebern. Zum Beispiel, ihr könnt Farbe aufnehmen hier aus dem Stempelkissen und dann damit malen. Und da könnt ihr das genauso handeln wie anders auch. Also erstmal mit einer helleren Farbe das komplette Blatt oder Blüte ausmalen. Und dann in die reine Farbe gehen und damit die Kontur setzen.
Ihr könnt die Mischstifte aber auch nutzen, um hier vorne an die Spitze von den Aquarellstiften zu gehen und das damit ausmalen. Das geht auch. Also das ist praktisch nur ein Überträger eurer Farbe. Oder ihr könnt auch die Stamping Right Marker nehmen und könnt hier an der Spitze Farbe aufnehmen und die dann verteilen. Also da habt ihr verschiedene Möglichkeiten mit den Mischstiften, um verschiedene Farbträger zu nutzen. Wie gesagt, im Prinzip ist es nichts anderes wie der Aquapainter. So, die vierte Variante wäre die Variante mit den Aquarellstiften. Und ich wollte euch nur noch mal zeigen, wenn ihr den Stempelabdruck setzt und dann seht ihr hier in dem Stempelabdruck so gestrichelte kleine Linien. Oh, ich hoffe, dass ihr das seht. Hier zum Beispiel. Und da hat Stamping Up schon vorgegeben, wo ihr mit der dunkleren Farbe arbeiten könnt, damit es eine schöne Kontur für den Stempelabdruck gibt. Und ja, ich beginne auch hier wieder mit der hellsten Farbe, um erstmal das komplette Blatt oder Blüte auszufüllen. Und habe das hier schon mal begonnen. Und zwar einfach wie beim normalen Holzstift erstmal die Blüte komplett ausmalen und dann mit dem dunkleren einfach noch mal drüber hier am Blattansatz oder am Blütenansatz. Und dann nehmen wir den Aquapainter und verblenden das einfach ein bisschen. Also wir vermischen praktisch diese beiden Farben. So. Machen wir natürlich auch mit den Blüten. Einfach mal grob drüber, nur dass ein bisschen Farbe da ist. So, von unten Blütenansatz ist natürlich dunkler. Auch hier um die Blütenmitte können wir ein bisschen wieder schön vermalen mit einem sauberen Pinsel. Und ihr seht, wie sich das schön miteinander verbindet. Und dann könnt ihr, wenn ihr sagt, okay, das gefällt mir noch nicht, dann könnt ihr auch ruhig noch mal mit der Farbe drüber gehen.
Also ihr könnt da in mehreren Schichten arbeiten. So lange, bis ihr sagt, so bleibt's. Grün reinmachen am Übergang. So, das wäre jetzt die Variante mit den Aquarellstiften. Ist schon ein bisschen farbintensiver, nicht ganz so pastellig wie jetzt zum Beispiel die anderen drei Varianten. Last but not least, die Alkoholmarker. Wie gesagt, das sind Stifte auf Alkoholbasis und dadurch lassen sich die verschiedenen Farbnuancen schön miteinander vermischen. Und auch hier beginne ich wieder mit der helleren Farbe und male erstmal Blatt und Blüte aus und setze dann im Anschluss mit der dunkleren die Kontur. Und die riechen natürlich auch nach Alkohol, also wenn ihr ein bisschen geruchsempfindlich seid. Dann ja, sind die vielleicht nicht so geeignet. Hier auch so ein verblinder Stift, den nehme ich dann gern zum Schluss noch mal, um das alles schön miteinander zu verbinden. Mit den Blüten handle ich das genauso. Grob alles schön mit Farbe ausmalen. Und dann mit dem dunkleren die Kontur zu setzen. Also es hat auch ein bisschen was Meditatives für mich immer, diese Ausmalerei. Deswegen mache ich das eigentlich ganz gern. Und auch hier könnt ihr natürlich in mehreren Schichten arbeiten, wenn euch
das erste Ergebnis nicht gefällt, dann einfach nochmal nacharbeiten. Und man könnte hier jetzt zum Beispiel auch nochmal mit Grün reingehen. Das lässt sich dann alles schön vermischen. Das wäre die Technik mit den Alkoholmarkern. Die haben einen großen Nachteil, den zeige ich euch jetzt. Die bluten durch. Also wenn ihr die Alkoholmarke nutzt, dann bitte nicht direkt auf eurer Kartenbasis, weil dann habt ihr, wenn ihr die Karte aufmacht, dann dieses unschöne Bild. Wenn ihr mit Alkoholmarkern arbeitet, dann bitte auf ein extra Blatt und dann auf eure Kartenbasis aufkleben. So, jetzt seht ihr noch einmal alle Techniken auf einen Blick und wie unterschiedlich die von den von der Farbgebung her sind. Benutzt habe ich immer dasselbe Papier, und zwar das ganz normale grundweißen Farbkarton. Gestempelt habe ich immer mit dem farngrünen Kissen. Und wenn ihr natürlich mit dem Wasserpinsel arbeitet, müsst ihr darauf achten, dass ihr nur ganz wenig Wasser nutzt. Also da müsst ihr ein Gefühl dafür entwickeln, weil wenn ihr zu viel Wasser nutzt und dann verläuft euch der Stempelabdruck, weil der ja auch auf Wasserbasis ist, und oder das Papier wird unansehnlich. Also wenn ihr wisst, ihr habt es noch nicht so im Gefühl, dann nutzt ein Papier, entweder ein Aquarellpapier oder das Seidenglanzpapier. Das verträgt wesentlich besser mehr Wasser als jetzt der ganz normale grundweiße Farbkarton. Aber wie gesagt, ich mache das ja schon jahrelang und ich weiß, wie viel kann ich nutzen und wie viel nicht. Mein letzter Tipp, den ich euch geben möchte. Ich mache es oftmals so, dass ich grob koloriere hier mit meinen Stempelkissen und dem Aquapainter, und dann die Feinheiten mache ich mit den Aquarellstiften, und das habe ich auch hier gemacht und es sieht dann so aus. Also grob koloriert mit dem Aquapainter und dem Stempelkissen und dann die Feinheiten. Um dann noch ein bisschen mehr Farbe reinzukriegen, habe ich dann mit den Aquarellstiften gemacht und auch verblendet mit dem Aquapainter. Das war mein letzter Tipp zum Kolorieren. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie man so schön sagt. Und probiert es einfach aus. Also meine liebste Kolorierungstechnik ist diese beiden Sachen. Oder nur mit den Aquarellstiften. Da müsst ihr gucken, was euch so liegt und was euch gefällt. Macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.